Für unsere Drittligisten HFC und den ersten FC Magdeburg ist jetzt erstmal eine kurze Punktspielpause, aber sie liegen nicht auf der faulen Haut, sondern bereiten sich vor auf ihre Spiele in der zweiten Hauptrunde des Landespokals. Und für sie heißt es blamieren verboten. Schließlich wollen sie am Ende der Saison Pokalsieger werden und in den großen DFB-Pokal einziehen. Doch da sind noch diese Kleinen, die ihre Stadien zu gallischen Dörfern machen und von guten Einnahmen und vielleicht sogar Überraschungen träumen. Die Gegner sind Eintracht Elster aus der Landesliga Süd für Halle und der MSV Börde Magdeburg für den FCM. Sie sind Rechtsanwalt, Polizist, Lehrer, Klempner, Physiotherapeut, haben eine breite Brust und ihr grimmiger Blick sagt: Hey FCM, ihr müsst euch warm anziehen. Auf diesem Platz sind wir zu Hause. Ihr seid hier nur die Gäste. Das ist unsere VIP-Tribüne und hier stehen und sitzen unsere Fans. Es wird sicherlich gar nicht einfach, aber wir werden unser Bestes geben. MSV Börde 1949. Hier wird auch Hockey gespielt und Tennis. Radlegende Teve Schur ist der prominenteste Sportler. Im Fußball gibt's 18 Nachwuchsmannschaften und das erste Männerteam ist derzeit 13. in der Verbandsliga. Hauptsponsor Thomas Dunkel und Co-Trainer Martin Riemann zeigen uns stolz ihre Räumlichkeiten. Hier ziehen sich die FCM-Profis um und hier die Bördemannen. Sie haben sogar einen extra Trikotsatz fürs Pokalspiel anfertigen lassen. Und dann entdecken wir da oben die Kommandozentrale der MSV-Kicker. Trainer Tobias Elrott, von Beruf Rechtsanwalt, ordnet seine ersten Gedanken zum bevorstehenden Spiel. Wir gehen in jedes Spiel rein, natürlich, um irgendwas Zählbares mitzunehmen. Wir gehen nicht von vornherein in die Partie, um zu sagen, Mensch, heute wollen wir nur 8 Tore kassieren oder 10. So wird es mit Sicherheit nicht gehen. Zum Pokalknaller erwartet der Verein nicht 150 Zuschauer wie sonst. Nein, das Zehnfache soll kommen. Es ist das Spiel des Jahres für den MSV.